Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wie löse ich ein 4x4? So, jetzt haben wir alle Kantenpaare gelöst und jetzt müssen wir ihn nur noch lösen wie ein 3x3. Also ich werde jetzt nicht mehr auf die Schritte eingehen, weil wenn man den 3x3 nicht lösen kann, habe ich ja schon am Anfang gesagt, wird in diesem Video nicht schlau werden. Ich mache es aber trotzdem, ich löse ihn jetzt trotzdem, weil nachher können noch Sonderfälle auftreten. Kann jetzt der erste Sonderfall auftreten, kommt aber nicht, weil wenn man ihn jetzt ein Kreuz machen würde, würde hier ein Kantenpaar falsch gedreht sein. Könnte es sein, dass ein Kantenpaar falsch gedreht ist. Ich mache aber noch ein Sonderfallvideo, wo ich alle Sonderfälle erkläre. Jetzt kann ich nicht alle Ecken an die richtige Position bringen. Es sind immer nur zwei Ecken an der richtigen Position. Aber ich mache extra noch ein Sonderfallvideo. Also ich erkläre jetzt nicht diese Schritte, wie das zu lösen geht. Ich mache das nämlich im Sonderfallvideo. Und da werde ich auch alles perfekt erklären, wie die Sonderfälle zu lösen geht.
So, jetzt ist er gelöst. Und wie gesagt, ich mache die Sonderfälle im Extra-Video.